Ihr hört Megafon 95, der Fortuna-Podcast von Projekt Megafon. Der 15. Spieltag liegt hinter uns und ich bin der Mo, der Wappendribbler auf Twitter und neben mir sitzt der Micha Etschwensky auf Twitter. Moin Micha. Moin. Links zu unserem Social Media findet ihr in unseren Shownotes. Die Themen, die wir haben, ist natürlich das letzte Spiel gegen Dynamo Dresden. Wir geben einen kleinen Ausblick auf den nächsten Gegner, haben da noch ein paar Themen passend für euch vorbereitet, unter anderem, was so unsere Spieler in der Fremde machen und natürlich schneiden wir heute nur ganz kurz die zweite an, denn da ist nicht wirklich viel passiert. Vor dem Spiel las man oder hörte man, dass Funkel im Training die Zügel angezogen hat. Hat wohl so im Nachhinein nicht wirklich geholfen. Fink war so ein bisschen der auserkorene Hoffnungsträger für das Spiel. Jetzt ist die Frage, wenn wir auf die Verletztenliste oder Ausfallliste gucken, ne, mit Bocek Fußverletzung, Rensing Rippenbruch, Neuhaus gesperrt, Sobotka gesperrt, einige Spieler nach Verletzung nicht auf Höchstform, wie zum Beispiel Fink. Raman, wo es eigentlich hieß, der fällt mit einer Oberschenkelreizung aus, spielte dann. Micha, jetzt gib uns mal kurz eine Meinung dazu, ob es daran liegt, dass Fortuna im Moment dieses massive Formtief hat, wenn wir mal gucken, wie die eigentlich spielen können Anfang der Saison. Jetzt, wo die Spieler ausfallen, merkt man irgendwie dann doch, dass der Kader dann doch nicht so breit ist, wie man das noch erzählt hat vor der Saison oder anfangs der Saison. Und jetzt merkt man, wenn dann Sobotka und Neuhaus fehlen auf der Doppel-6, dass dann schon Kreativität fehlt. Ja, aber da fehlt ja auch Qualität, weil wirklich ja bis auf Fink alle, die sonst da im Mittelfeld defensiv spielen können, ausgefallen sind. Klar, Fink, Schmitz, Eihan, 9 der 11. Eihan und Schmitz spielten auch auf der 6. Fink nahm sich die 10. Und ja, Fortuna spielte einen 4-2-3-1 oder 5-1-3-1. Je nach Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung sah das anders aus. Aber natürlich waren da die ersten 10 Minuten wirklich so ein bisschen der Knackpunkt, glaube ich, für das ganze Spiel. Fortuna wirkte sehr schlafrig, Micha. Weil 4. Minute, Dresden, Ecke 1-0, unbedrängt, köpfen die da rein. Fortuna stellte sich an, so wie wir früher uns in der Kreisliga C angestellt haben. Da haben wirklich mal alle gepennt. Die wirkten so ein bisschen noch angetrunken vom Vortag. Es hat eigentlich schon angefangen mit dem Rückpass auf Wolf. Der Wolf, der dann irgendwie den Ball zu lange hält, der Stürmer wird dann irgendwie noch angeschossen, dass da nur eine Bogenlampe rauskommt. Dann klärt Eihan zur Ecke. Und dann, ja, die Ecke, da steht der Hartmann war es, wie 8 Meter vorm Tor und kann das Ding einnicken ohne Gegenspieler. Ja, war halt ein ärgerliches Standardtor. Aber das hat Fortuna in den letzten Spielen auch gut drauf, Standardtore zu kassieren. Ja, 5. Minute, Fink, Ballverlust. Die Abwehr schläft dann und aus 20 Metern schießt Röser, war es glaube ich, den Ball in den Winkel. Der schlänzt den so mit dem rechten Endenriss. Doppel-Blackout, habe ich geschrieben, ohne zu wissen, dass in der 10. Minute, ich glaube Dujovic heißt der, aus 20 Metern mit dem Vollspann den Ball links in den Winkel kloppte. War für Wolf bei den 3 Toren nichts zu halten eigentlich. Ja, das war ja schon fast Robben-Manier, die 2 Tore, Micha. Dreimal Glück oder Fortuna wirklich mit dem Blackout zu verschlafen, weil danach fing die Fortuna-Maschine an zu rollen. Ja, das Gegentor nach dem Standard ist halt, sag ich mal, eher Unfähigkeit, den nicht zu decken, beziehungsweise davor. Und das zweite und dritte Tor, einfach das eine Mal, glaube ich, aus 20 Metern, das andere Mal aus 25 Metern, einfach in Winkel das Ding. Das ist so, okay, man darf den Spieler nicht schießen lassen, aber dass der Ball dann so einen Winkel einschlägt, das ist dann auch schon ein bisschen Pech. Ball, der, glaube ich, die Latte zerknallt hätte, war der in der 12. Minute von Usami. Ich glaube, das war, glaube ich, der erste Wachschrei von Fortuna. Wir sind wieder da oder wir kommen zurück. Der knallte irgendwie im 16er an die Latte. Der Ball fliegt raus. Fortuna war auf jeden Fall wieder stärker, hat weitere Chancen, die auch umplatziert waren. Fink hatte, glaube ich, im Anschluss einen Schuss, der dann mehr eine Rückgabe war. Aber Micha, wie beschreibst du so die erste Hälfte? Raman schießt von noch das 1-3 in der 33. Minute durch einen Fehlpass zum Keeper, der dann irgendwie nicht damit rechnet, dass der Rama so schnell ist. Und der Rama macht das natürlich geschickt. Keeper bleibt weg. Kein Strafstoß, keine rote Karte riskieren. Und dann kommt der sozusagen der Anschlusstreffer. Ja, wie gesagt, die ersten 10 Minuten waren halt komplett zum Vergessen.
Und ja, du hast gesagt, in der 12. Minute der Lattenschuss von Usami, dass das so das Aufbäumen war von Fortuna. Und wo ich mir denke, das war eigentlich, wenn der Ball reingeht, dann ist das Spiel, das wieder alles drin im Spiel. Aber weil halt, man hat halt gesehen, Dresden macht aus weniger Chancen zwei Tore. Und der traumhafte Schuss von Fortuna geht halt nur an die Unterkante von der Latte und dann springt der Ball raus. So, und das hat eigentlich gefühlt schon das Spiel entschieden, weil bei Dresden waren die Dinge halt drin und bei Fortuna nicht. Trotz des Rückstands, aber sehr gute Stimmung im Stadion. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wollte auch auf die Stimmung gerade gehen. Das war halt, also ich sag mal so, bei mir, ich war ja auch im Stadion und das war irgendwie so surreal. Also man hat direkt das 1-0 kassiert. Dann dachte man sich, ja okay, 1-0 passiert schon mal bei Fortuna. Dann ist direkt dahinter danach das 2-0 gefallen und dachte man sich so, ach komm, Fortuna schafft das noch. Und dann, als das 3-0 gefallen ist, war das so ein, ja okay, aber ich habe in dem Moment gedacht so, ja, Fortuna holt das eigentlich noch ein, weil da ist alles drin. Und ich hatte eigentlich auch erstaunlicherweise gute Laune im Stadion. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich vorher noch auf dem Weihnachtsmarkt war und 2-3 Glühwein getrunken habe. Aber das war so ein, als ich im Stadion war, gefühlt sind die ersten 10 Minuten einfach nicht geschehen. Und nach der 10. Minute hat es mit einem 0-0 angefangen. Und deswegen war meine Stimmung gut und die Stimmung der Fans war dann eigentlich auch anfeuerungstechnisch gut. Aber zufrieden war, glaube ich, keiner. Ja, ich war auch nicht zufrieden. Ich habe das Spiel auf diesem bekannten Pay-TV-Sender mit den 3 Buchstaben geguckt. Bild? Genau, wegen den 3 Buchstaben. Aber ich war bedient nach den ersten 10 Minuten. Und wir kommen da gleich im Fazit zu, weil wir eigentlich im Fazit zur ersten Halbzeit und zum gesamten Spiel das Gleiche geschrieben haben. Gehen wir erstmal in die zweite Halbzeit. Für mich kam so ein bisschen der Wechsel überraschend. Usami raus, der gefiel mir in der ersten Halbzeit eigentlich stark. Nach den ersten 10 Minuten, versuchte viel, hatte sogar 2-3 gute Möglichkeiten. Beste davon natürlich dieser Lattenschuss. Aber er kam dann raus nach der Pause und Lovren kam. Ist das so Standardwechsel von Funkel oder was hat er sich da erhofft? Weiß nicht, ob der da ein bisschen Tempo reinsetzen wollte oder gedacht hat, ja, irgendwas muss ich ja machen, dann setze ich einfach mal den Lovren rein. Wenn ich der Trainer wäre, hätte ich anders gewechselt, aber da kommen wir nachher noch im Fazit zu, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich gleich mal im Raman-Wechsel anspreche. Ich glaube, ich mache das erst bei Raman. Raman in der 47. Minute mit langem Sprint und schießt er nur den Torwart an. Fortuna wurde in der zweiten Halbzeit deutlich besser als Dresden, zumindest was Ballbesitz und Offensivdrang und Wahrnehmbarkeit anging. Aber Dresden verteidigte einfach super. Die ließen auch nichts wirklich anbrennen. Also die Chancen, die Fortuna hatte, waren auch nicht solche, wo du sagst so, boah, komm, jetzt ist der alleine im 16er und muss den jetzt mal machen. Man könnte sagen, Fortuna war dominant, aber Torchancen kamen nicht wirklich bei raus. Wirklich passierte nicht mehr. Dann 70. Minute, Doppelwechsel bei Fortuna. Kujovic kam für Raman und Nielsen für Fink. So, jetzt kommen wir zu unserem Wechseldilemma. Raman raus, war das ein Schutz des Spielers, weil er angeschlagen war? Ja, ich denke schon, dass es eher daran lag, dass Raman noch angeschlagen war. Aber er wirkte halt nicht mehr angeschlagen. Er war halt der einzige Spieler von Fortuna, der irgendwie Torgefahr ausgestrahlt hat. Vor allem brachte er ja auch Tempo rein, wo ich jetzt zukomme. Nach dem Wechsel Lovren für Usami sah ich zumindest, dass Fortuna auf der Seite von Usami diese Technik und Dribbelstärke fehlte. Also Fortuna spielt über die Seite keinen mehr aus im 1 gegen 1. Also Fortuna hat nach Usami kein 1 gegen 1 mehr gewonnen, offensiv. Und Raman, als dann rauskam, verloren die komplett das Tempo, weil der hat wenigstens nochmal 1 gegen 1 und Sprintduell irgendwie gewonnen. Jetzt ist halt die Frage, war es Funkel Standardwechsel oder hat er nicht das Fingerspitzengefühl, all in zu gehen? Ja, ich habe das Gefühl, Funkel kann nicht all in, beziehungsweise ich glaube, er wollte all in gehen mit dem Nielsen und Kujovic Wechsel, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich immer so ein ungutes Gefühl bei seinen Wechseln, weil zum Beispiel, soll ich jetzt schon auf meine, wie ich es gemacht hätte, eingehen? Ja, mache ich. Weil zum Beispiel, ich hätte Schauerte rausgenommen und dafür Zimmer gebracht, einfach nur, weil Zimmer mehr Geschwindigkeit hat und mehr Offensivdrang, weil ja, wenn du 3-1 führst, kannst du auch ein 4-1 kassieren im Notfall. Und Zimmer und Raman, die kombinieren gut. Also das Duo gefällt mir immer richtig gut. Und deswegen hätte ich denen halt noch eine Chance gegeben. So, und von mir aus hätte man auch den, dass der Lovren reinkommt, fand ich auch in Ordnung. Nur halt, dass man dafür den Usami rausnimmt. Ja, da hätte man zum Beispiel auch den Giesemann rausnehmen können, um halt noch mehr Power nach vorne zu bringen. Und dann halt nicht noch den Stürmer, der den Ball an die Latte knallt, den halt dann auch auszuwechseln. Und
ja, ich war halt mit den Wechseln allgemein unzufrieden. Oder von den Spielern her, die eigentlich reinkamen, war es in Ordnung, aber die Spieler, die ausgewechselt wurden, war ich nicht mehr zufrieden. Ihr könnt uns ja über die Social-Media-Kanäle gerne Feedback geben. Die findet ihr, wie gesagt, bei uns in den Shownotes. Aber Dresden feierte in den ersten 10 Minuten Feuerwerk ab und hat dann den Rest des Spiels stark verteidigt. Die haben ja eigentlich auch nicht wirklich ein Feuerwerk abgeliefert. Die haben 4 Chancen gehabt und von denen 3 direkt reingemacht. So, das ist so dieses, die schießen aus 20 Metern drauf, zweimal und der Ball landet im Winkel. Ist Fortuna ohne Form hoch, nur ein Team, was unterer Durchschnitt der Liga ist? Ja, unterer Durchschnitt der Liga würde ich nicht sagen, aber schon so ein Mittelfeldclub eigentlich. Und ja, wie gesagt, ich glaube, Fortuna hat halt in den ersten Spielen einfach ein absolutes Form hoch gehabt. Und jetzt zeigt sich halt, wo Fortuna von der Stärke her eigentlich hingehört. Aber es gibt ja weiterhin bei Fortuna Spieler, die scheinbar kein Formtief haben, wie Raman. Der scheint jedem Spiel präsent zu sein, jedem Spiel einer der besten Spieler zu sein. Wormut in der Verteidigung, von dem wird je mehr der spielt, desto breiter werden seine Schultern. Also an der Einstellung von einzelnen Spielern scheint es da nicht zu liegen. Also ist es wirklich die Situation, dass wir einen neuen Co-Trainer haben, dass vielleicht der Abfall der Form kommt? Eigentlich dürfte es daran ja nicht liegen. Ich habe eher das Gefühl, dass wenn die Hälfte der Mannschaft irgendwie 5-10% schlechter spielen, so was halt an der Form liegen kann, dann zieht das halt komplett alles runter. Weil zum Beispiel, ich bin mittlerweile von Gieselmann, bin ich mittlerweile auch nicht mehr so zufrieden. Anfangs der Saison war der ja richtig überragend und mittlerweile ist der nur noch okay. So, er macht zwar keine Fehler, aber er macht auch nicht mehr das Besondere, so wie in eines der ersten Spielen, wo er 2 Spieler tunnelt und dann den Ball in die Mitte flankt, worauf das Tor fällt. Ja, aber er spielt taktisch auch anders. Also Fortuna spielt nicht mehr diesen Fußball mit Offensivdrang, also zumindest nicht gefühlt. Es war ja so in der Anfangsphase der Saison, die haben oft mit einer Dreierkette gespielt, wo dann wahlweise Bocek oder ein anderer Mittelfeldspieler sich hat fallen lassen in die Dreierkette, abgesichert hat, sodass du praktisch eine Überzahl hattest auf dem Flügel, entweder links oder rechts. Also hattest du praktisch Schmitz, Gieselmann und dann entweder Bebu oder später dann Raman halt auf einer Seite, die dann sich die Bälle zugespielt haben. Das fehlt komplett, dieses gute Verschieben und halt dieses Überspielen und Offensivdrang der Spieler. Es fühlt sich im Moment so an, wie wenn der Gieselmann über die Mittelfeldlinie läuft, denkt er sich, oh fuck, ich laufe schon wieder zu weit nach vorne, ich muss den Ball abspielen. So ein bisschen, kurios. Also im schlimmsten Fall würde ich ja sagen, es liegt daran, dass Fortuna halt anders spielt. Dass Fortuna halt nicht mehr mit 5-3-2 spielt, sondern mit 4-2-3-1. Durch das Verschieben der Fünferkette war er halt öfter vorne. Ja, Micha, jetzt müssen wir in dem Spiel entscheiden, was waren unsere erwähnenswerten Spieler? Wir haben jetzt im Skript geschrieben, Raman war nach der zweiten Halbzeit wie ausgewechselt, hat viel Wirbel gemacht. Erste Halbzeit war er nicht ganz so präsent wie in der zweiten. Ja, kam dann aber auch schon in der 70. Minute raus, irgendwie unverständlich. Es ging so ein Raun durchs Stadion, als dann, glaube ich, realisiert wurde, Raman geht raus. Lovren, ist ja aber auch verständlich, wenn Raman rausgeht und dafür Kujovic kommt, dass man da denkt, ja okay, es kann ja eigentlich nichts werden. Ja, Kujovic hat ja auch viel versucht, aber wie immer klappte bei dem nichts. Lovren fand ich gut, hat viel versucht. Der hat, glaube ich, fast jedes 1 gegen 1 verloren, aber er hat es wenigstens versucht, hat viel gegeben. Es klappte bei ihm aber irgendwie nichts. Ich hatte zuerst überlegt, ja, vielleicht gebe ich Osami den Man of the Match, weil der in der ersten Halbzeit für mich der stärkste Fortuna-Spieler mit war und der Lattenklatscher überzeugte mich dann dahin. Aber der kam dann in der Halbzeit raus und irgendwie, ich muss meinen Man of the Match den Fans geben, weil die haben so eine Stimmung gemacht. Respekt. Ich habe mich eigentlich auch gewundert, dass trotzdem noch so viel Stimmung war, obwohl man nach 10 Minuten rein hinten lag. Und ich würde meinen Man of the Match, oder ich gebe meinen Man of the Match Benito Raman, einfach weil der gefühlt vorne der Einzige war, der für Gefahr sorgte und für Geschwindigkeit sorgte. Und als der raus war, ging gefühlt nach vorne auch gar nichts mehr. Kommen wir erstmal zu dem Nicht-Sein-Tag-Preis. Du hast ein Skript nicht geschrieben, deswegen gehe ich mal davon aus, dass du mit meinem Es war Nicht-Sein-Tag-Preis übereinstimmst. Kompletten Mannschaft in den ersten 10 Minuten. Ich konnte mich noch nicht wirklich entscheiden, weil, ja, du, wie gesagt, du hast halt reingeschrieben, die Fortuna in den ersten 10 Minuten. Und ich habe dann überlegt, ob ich den einfach Fortuna in den letzten Spielen geben soll, aber das ist ja nicht ganz der Sinn vom Preis. Deswegen
wenn man so in ein Spiel geht und nach 10 Minuten 3-0 hinten liegt, dann muss man eigentlich der Spielweise in den ersten 10 Minuten auch den Man of the Match geben, so wie du. Mich war mir so ein bisschen überrumpelt. Ich konnte das Spiel in Ruhe gucken, ohne meine Frau, ohne meine Tochter, ohne meine Eltern. Also ich konnte mich wirklich mal hinsetzen und das Spiel genießen am Montagabend. Und ja, kriegst du in den ersten 10 Minuten so einen eingeschenkt. Also die haben es natürlich gefeiert. Für die ist das so ein bisschen der unerwartete Sieg in einem Kampf, der nach unten geht. Dresden freut sich um jeden Punkt, den die kriegen, weil die halt im Abstiegskampf drin sind. Die waren, glaube ich, auch überrascht, dass die dann gegen Fortuna so gut, beziehungsweise dass Fortuna dann so schlecht gespielt hat und dass die da eigentlich problemlos 3-1 gewonnen haben am Ende. Gucken wir mal aufs nächste Spiel von Fortuna. Das ist gegen Holstein Kiel. Und wir haben so ein bisschen eine Verbindung zu Holstein Kiel, die größer ist, als ich dachte. Weil beim letzten Spiel gegen Kiel, das war im Jahr 2006. Und es ist lustig, weil 2006 die erste Saison ist, wo ich regelmäßig zu Fortuna gegangen bin. Deswegen erinnerte mich ich mich an Holstein Kiel und eine positive Erinnerung. Damals hat Markus Anfang noch für uns gespielt, heute ist er Trainer in Kiel, und er schoss damals das 1-0. Das war so ein schöner Distanzschuss mit dem linken Fuß. Micha, woran erinnerst du dich, wenn du an Holstein Kiel denkst? Wirklich das erste Mal Holstein Kiel habe ich halt bemerkt, als die halt im DFB-Pokal so weit kamen und dann, ich glaube, im Viertelfinale dann an Dortmund gescheitert sind. Das war eine respektable Leistung von denen damals im DFB-Pokal. Und wenn ich Holstein Kiel denke, muss ich halt daran denken. Fortuna hat das Spiel übrigens damals in der Regionalliga Nord 2-0 gewonnen. Schon ein bisschen was her, 2006, mehr als 10 Jahre. Was gibt's denn so Besonderes zu Kiel zu sagen? Klar, Meistertore der Liga erzählt, Tabellenplatz 1, Tendenz geht für die nach oben, weil die scheinen nicht so wie wir ein Formtief zu haben. Klar, die haben jetzt auch ein paar Spiele verloren oder unentschieden gespielt als Aufsteiger. Aber das scheint nicht diese komplette Moralzerstörung zu sein wie bei uns. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass bei Kiel die Leistung eingebrochen ist. Bei Fortuna ist ja nicht nur, dass die Ergebnisse scheiße sind, sondern auch, man merkt halt an der Leistung, dass die halt nicht mehr so gut ist wie in den ersten Spielen. Es gibt natürlich ein paar Ex-Fortunen bei Holstein Kiel. Kenneth Kronholm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der war 2006 übrigens bei Fortuna Ersatztorwart. Das ist noch vor meiner Zeit gewesen, also den kenne ich noch nicht. Jojo Vandenberg, oder Johannes Vandenberg sollten wir eher sagen, ist ja kein Fortuna-Spieler mehr. Dem haben wir ja auch einige erfolgreiche Zeiten erlebt. Ja, eigentlich habe ich mich immer gefreut, dass der bei Fortuna gespielt hat. Und fand dann auch schade, als er weggegangen ist. Kommt als nächstes Sebastian Heidinger. Wir haben den schon ein paar Mal erwähnt mit seinem der kuriosen Chance, die er vergeben hat, wo er dann aufs Tor zuläuft und spielt den Ball irgendwie dann vertändelt im Sprint und dann im Interview dem Reporter sagt, ich wusste nicht, ob ich den Ball mit links oder rechts schießen soll. Das ist so ein bisschen meine Heidinger-Anekdote, die ich immer rausknalle. Micha, aber eigentlich alles, zumindest Vandenberg und Heidinger-Spieler, die auch in der jüngeren Vergangenheit Fortuna für Erfolg gesorgt haben. Ja, Heidinger war eigentlich auch, fand ich früher eigentlich voll super, den Spieler. Und dann hat man halt nicht mehr viel von ihm gehört, beziehungsweise ich weiß, dass er dann erst woanders hingewechselt ist und dann irgendwann bei Raba Leipzig aufgeschlagen ist und jetzt halt bei Kiel. Da haben die ja noch, weiß ich nicht wo, gespielt. Also mein Tipp für das Spiel ist ein 2-0. Ich sage einfach mal das Gleiche, was ich letzte Woche gesagt habe. Wir müssen ein Zeichen setzen, weil wenn gegen Kiel nicht, dann gegen wen sonst? Also wenn du nicht gegen Kiel gewinnst, dann kannst du zumindest sagen, wir legen mal das erkorene Ziel Aufstieg, was wir formuliert haben, mal ganz nach unten in die Karteibox. Das erste Mal in dieser Saison habe ich nicht das Gefühl, dass Fortuna irgendwas holen kann. Also Negativtrend. Wir haben, glaube ich, jetzt immer getippt, dass Fortuna gewinnt, auch wenn sie es nicht getan haben. Ja, mein Tipp ist ein 0-2, also dass Fortuna 2-0 verliert gegen Kiel, weil ja, wenn so wie Fortuna die letzten Spiele spielt, können die gegen Kiel halt nichts holen. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass die vielleicht da jetzt das Ruder wieder rumreißen und dass es danach wieder aufwärts geht. Ich habe die Hoffnung, aber wirklich das Gefühl, dass es so sein wird, habe ich nicht. Kommen wir mal als nächstes so ein bisschen zu Fortuna-Spielern. Ja, in der Fremde könnte man sagen, obwohl die gar nicht so weit weg sind. Fortuna kommt haben drei Leihspieler. Manuel Ritter, Manuel Jor und Kemal Rützger. Also Jor konnte sich bei Drittligas Osnabrück in die SRF spielen. Der ist da gesetzt. Das gleiche gilt auch für Ritter bei Paderborn, die momentan in der Spitze der dritten Liga sich befinden. Kemal Rützger, der ist jetzt zu Viktoria Köln ausgeliehen.
Der spielt da allerdings keine Rolle, ist mehr so der, ja, dritte, vierte Stürmer, könnte man so sagen. Joa und Ritter zeigen spielerische Qualität, zumindest eindrucksvoll im Laufe der aktuellen Saison. Die waren ja auch bei Fortuna Zwota und das lief da ziemlich gut. Die konnten sich irgendwie bei den Profis nicht durchsetzen. Jetzt die Frage, Micha. Zeigen jetzt Qualität, wie Joa feierte seine Premiere im Trikot des Osnabrück? Den 1-0-Sieg über Sportfreunde Lotte im August. Seitdem war er bei allen Spielen dabei und stand von 7 von 11 Partien. Hat er gesamt über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Und vergangene Woche erzielte der auch seinen ersten Treffer. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, warum konnten die sich bei Fortuna nicht durchsetzen und leisten für ihre Clubs im Moment so viel? Ja, ich würde mal sagen, wenn man ihnen die Chance gegeben hätte, hätten sie sich auch durchgesetzt. Aber Joa hat ja letzte Saison eigentlich relativ viel gespielt bei Fortuna. Den wurden dann halt Spieler wie Rama, Nielsen und Usami vorgesetzt. So. Und dann ist ja klar, dass der sich da dann nicht mehr durchsetzen kann. Und bei Ritter ist halt auch, Ritter wurde ja im Prinzip auch Kujovic und Nielsen vor die Nase gesetzt. Ich habe ja eigentlich vor der Saison habe ich gedacht, dass Ritter und Joa sich durchsetzen können und ab und zu mal spielen können. Vielleicht nicht ganz durchsetzen, aber dass sie schon auf ihre Spielminuten kommen. Aber jetzt wurden sie halt ausgeliehen und zeigen halt bei Osnabrück bzw. Paderborn, dass die Qualität haben und dass die auf jeden Fall nächstes Jahr für Fortuna gute Dienste leisten können. Vor allem Ritter, finde ich, ist bei Fortuna immer so ein bisschen unterschätzt gewesen. Klar, jetzt sticht so ein bisschen heraus, diese Vorlage, die er gegeben hat mit der Hacke. Aber er kann auch aktuell 5 Saisontore und jetzt 3 Torvorlagen für sich buchen und ist Teil dieses extrem starken Paderborn momentan in der dritten Liga. Rützke hat auch stark eingefangen, der hat, glaube ich, in den ersten 5 Spielen 3 Tore geschossen, aber irgendwie scheint er sich da aktuell nicht durchsetzen zu können. Was sprichst du denn von Fortunas Jugend im Allgemeinen, wenn wir gleich zur zweiten kommen, in den nächsten Jahren mehr? Oder glaubst du, dass die Transferpolitik so weitergeht wie jetzt, dass man dann eher extern sich Qualität holt und eigene Talent, sage ich mal, auch wenn Ritter jetzt nicht aus der eigenen Jugend kommt, so ein bisschen das Leben ziemlich schwer macht? Ich würde eigentlich sagen, wenn Fortuna nicht aufsteigt, dass es für Joa und Ritter dann die Möglichkeit gibt, sich in der ersten Mannschaft durchzusetzen. Aber wenn Fortuna aufsteigen sollte, dann würden für die Position von denen wieder neue Spieler verpflichtet werden für das Geld, was man dann mehr hat, und dann hätten sie wahrscheinlich keine Chance mehr. Ich finde es auch schade. Ich finde vor allem, Ritter hätte mal die Chance geben müssen, hat man damals von, glaube ich, Gladbach 2 geholt, als der in der Regionalliga Torschützenkönig war mit 23 Toren und irgendwie 6 Vorlagen gegeben hat. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Ronny Gabuczewski, der auch irgendwie eine Saison lang in der Regionalliga oder dritten Liga ziemlich geil gespielt hat. Danach Bei Chemnitz, genau, der hat da ziemlich geil gespielt und als er mal Fortuna war, musste er dann Rechtsverteidiger spielen und irgendwie konnte er sich dann da auch nicht durchsetzen. Ja, kommen wir zur zweiten. Ja, die haben jetzt erst am zweiten, glaube ich, das Spiel gegen Wattenscheid. Michael, jetzt haben die jetzt vergangenes Wochenende Rating getestet und 4-1 gewonnen. Stellt sich natürlich die Frage nach der Bedeutung. Ich denke mal, das ist Testspiele sind, glaube ich, eher um den Spielern, die noch nicht so viel gespielt haben, ein bisschen Spielpraxis zu besorgen bzw. bescheren. Und wenn man ein Testspiel gewinnt, ist immer gut. Und wenn man ein Testspiel verliert, kann man immer sagen, ja, es war nur ein Testspiel. Deswegen ist gut, dass die Zwote doch wieder Tore schießen kann, womit sie ja teilweise Probleme hatte in letzter Zeit. Also vielleicht konnte man sich warm schießen, vielleicht geht's ja dann gegen Wattenscheid wieder in die obere Tabellenhälfte. Aktuell ist man, glaube ich, auf 13 oder 14. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ja, irgendwo in der obere Hälfte von der zweiten Tabellenhälfte auf jeden Fall. Stellt sich mir natürlich die Frage, gibt's noch irgendwas, was wir ansprechen müssen? Ja, das Spiel gegen Wattenscheid, kann sein, dass wir dann ein paar interne Infos kriegen, weil ich habe einen Kollegen angehauen, der für Wattenscheid tätig ist. Auf jeden Fall habe ich ihn angehauen, er würde mir dann sagen, seine Sicht der Dinge, auch wenn er es wahrscheinlich nur schreibt, weil er es soundtechnisch nicht so gut hinkriegt, aber dann würde ich ihm in der nächsten Folge seine Sicht des Spiels wiedergeben. Seid gespannt, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes, Podcast, andere Podcatcher, ich glaube, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Alle Links in den Shownotes. In den Shownotes, genau. Wir haben unsere Corporate Identity Shownotes geschrieben.
Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hier durchgehalten habt. Fühlt euch gegrüßt, wenn ihr gegrüßt werden wollt. Ganz besonders grüßen wir die Leute, die jetzt gerade in einem RE fahren und aus dem Fenster gucken. Ich bin der Wampendribbler auf Twitter. Neben mir sitzt der Micha Etcherensky auf Twitter und bleibt uns nur noch eins zu sagen, ne? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.